Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Farm Together 2. Heute werden wir nochmal eine kurze Übersicht machen über sämtliche Verbesserungen, die bei diesem Spiel im Vergleich zum ersten Teil gemacht worden sind. Erst einmal eine kleine Info vorweg. Ich weiß jetzt nicht, ob das verbessert worden ist, weil ich die alten Werte dazu nicht kenne. Ich habe gelesen, dass man mit Level 250, also das Max-Level des Charakters, insgesamt 6-mal mehr Gold erntet, beziehungsweise Geld erntet, als ja davor, beziehungsweise als auf Level 1. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt neu ist, ob das verbessert worden ist oder ob das von den Werten her damals genauso war. Ich wollte das nur eben als kleinen Hinweis noch mit einbringen. Dann geht es schon mal zur ersten Verbesserung. Leider kann ich jetzt gerade mein riesiges Hühnerfeld hier unten nicht zeigen, weil das habe ich nämlich gerade schon gefüttert. Also die Hühner habe ich schon gefüttert. Wenn ihr größere Felder habt, egal ob das jetzt hier so 2 Felder sind oder ob das, ich sag mal, 30 Felder sind, da müsst ihr nur einmal draufklicken und dann habt ihr das komplette Feld gefüttert an Tieren. Das war ja früher immer so, dass man dann extra nochmal, ja, 2-3 Mal klicken müsste, je nachdem wie groß dieses Feld ist. Das könnt ihr euch jetzt sparen. Es reicht, wenn ihr einmal draufklickt. Ein ähnliches Prinzip haben wir auch bei den Fischteichen. Es gibt jetzt leider einen Debuff, das hatte ich ja schon mal in einem vorherigen Video erwähnt. Und zwar bis 16 Kacheln, also hier so Felder, ist noch alles in Ordnung. Aber ab dem 17. Feld erhaltet ihr einen Debuff und ihr sollt dadurch weniger erhalten durch den kompletten Fischteich. Wie groß dieser Debuff ist, also ob das wirklich ja relevant ist für euch, wenn ihr wirklich große Fischteiche habt, das kann ich euch leider nicht sagen. Das müsste mal ausgerechnet werden. Ich persönlich lege trotzdem weiterhin große Fischteiche an und ja, nehme dann den Debuff einfach in Kauf, weil meine Fischteiche waren schon immer sehr groß und dementsprechend denke ich mir mal, wird das unterm Strich nicht so zu Gewicht fallen. Es gibt aber noch eine zweite Veränderung und das ist wirklich eine Verbesserung bei den Fischen. Und zwar ist da das gleiche Prinzip wie beim Füttern von den Tieren. Ihr klickt einmal drauf und ihr habt den kompletten Fischteich geerntet. Das ist so eine Ersparnis, ich kann es euch nicht anders sagen, weil früher war es ja so, man musste sich hier hinstellen und angeln, 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 15 Mal das gleiche Angeln so ungefähr. Und das ist eine sehr, sehr große Verbesserung. Dann die Sprenkleranlagen. Die kosten 2 Medaillen. Ich glaube, das ist das gleiche wie vorher. Vielleicht waren es auch vorher 1 Medaille pro Stück. Da bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber die, wenn ihr die kauft, das seht ihr jetzt hier, dann werden so, ja, 4, sage ich jetzt mal, aufgestellt. Und es werden nicht mehr nur die Felder links, rechts von diesen Sprenklern bewässert, sondern es werden jetzt insgesamt 9 Felder bewässert. Und ganz ehrlich, vielen, vielen Dank dafür, weil das ist oh, so eine Ersparnis. Ich meine, man braucht jetzt viel länger, um Medaillen zu kriegen, ja, aber wenn man Sprenkler dazu kauft, dann kann man wenigstens auch mehr Felder damit bewässern lassen. Und das ist so eine große Ersparnis und das kostet einen auch so viel weniger Zeit, die hinzustellen und. Deswegen vielen Dank dafür und Daumen hoch für diese Verbesserung. Wo wir gerade schon hier bei meinem Gerstenfeld sind, da gibt es auch eine kleine Verbesserung. Viele lieben ja die Gerste, um gut Geld zu machen. Und da kann ich euch jetzt ja, 2 gute Nachrichten geben. Einmal, die Gerste hat ein Wachstum von 2 Stunden. Ich bin mir nicht sicher, aber es war früher auf jeden Fall wesentlich länger. Und die Gerste ist jetzt nicht mehr nur noch in 2 Jahreszeiten dran, sondern man kann sie in 3 Jahreszeiten anbauen, was natürlich den Zyklus, die immer wieder neu anzubauen, um einiges erleichtert. Und dementsprechend kann man dann mehr davon anbauen und natürlich auch entsprechend ja, ein bisschen schneller Geld bekommen, wenn man natürlich die Zeit hat, so lange Zeit auf der Farm zu verbringen. Eine weitere Verbesserung ist die Zeit, um ein Feld abzuernten. Und zwar hat das vorher sehr lange gedauert. Man musste klicken, warten, klicken, warten, klicken, warten. Ist ein bisschen übertrieben jetzt ausgedrückt, aber es hat schon etwas länger gedauert. Und jetzt ist es sehr schnell, dass abgeerntet wird, dass gepflügt wird und auch wieder neu draufgesetzt wird.
Und ja, bei großen Feldern ist das tatsächlich eine große Zeitersparnis. Dann gibt es noch die, ja, Verbesserung würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Veränderung, über die ich noch nicht gesprochen habe. Und zwar sowohl bei den Fischen wie auch bei den Blumen findet ihr jetzt hier neue Symbole. Die sind sehr, sehr wichtig, wenn ihr zum Beispiel in der Stadt etwas eintauschen wollt gegen andere Dinge oder auch wenn ihr Quests bearbeiten wollt. Weil da müsst ihr euch dann so ein bisschen, oder auch beim Verkauf zum Beispiel in der Stadt, da müsst ihr euch ein bisschen dran orientieren. Habe ich viel von diesen roten Blumen? Habe ich diese blauen Blumen beispielsweise? Die braucht man auch zum Verbessern von Gebäuden. Habe ich gelbe Blumen? Habe ich diese violetten Blumen? Und so weiter und so fort. Was mich zur nächsten Verbesserung automatisch bringt. Und zwar, wenn ihr auf die Karte geht mit M und dann mit Y, könnt ihr nämlich zur Stadt reisen. Das hier ist die Stadt und die sieht bei mir jetzt wahrscheinlich etwas anders aus als bei euch, wenn ihr das Spiel gerade erst angefangen habt. Denn hier diese Geschäfte, die könnt ihr alle in der Stadt bauen. Die sind nicht von Anfang an da, sondern die müsst ihr dann nach und nach in eurer Stadt aufbauen, um die so aussehen zu lassen, wie ihr das Ganze wünscht. Hier seht ihr jetzt eine Übersicht. Bei mir sind jetzt natürlich alle schon quasi abgehakt. Da haben wir einmal den Gemüseladen. Da seht ihr auch schon unten die Symbole, was da verkauft wird. Also die meisten Sachen, die von den Feldern geerntet werden und auch Salat. Naja, die meisten Sachen ist etwas falsch ausgedrückt, weil da gibt es natürlich auch noch andere. Dann hier den Obststand. Der beschränkt sich auf Bäume, also normale Bäume mit diesem Apfelsymbol. Dann Birnenbäumen, Zitronenbäumen, aber auch Melonen, wobei die, glaube ich, auch von den Feldern mit da reingerechnet werden. Also es kommt wirklich auf die Symbole an, nicht ob das jetzt durch Bäume oder durch Felder erwirtschaftet wurde. Dann gibt es das gleiche nochmal bei den Fischen. Da sind dann diese drei Unterteilungen, die ich auch eben schon gezeigt habe, drin. Dann gibt es noch die Bäckerei, die allerdings in diesem Fall nicht nur Weizen verkauft, sondern auch die, ich glaube, die Nüsse sind es drin hat, die Beeren, sage ich jetzt mal, drin hat und die Trauben. Und dann gibt es noch den Gemischtwarenladen, der fast alles verkauft oder die Hälfte verkauft von den Sachen, die wir noch nicht drin haben, soll aber in einem der kommenden Updates verbessert werden, also sprich erweitert werden, besser gesagt. Dann werden wir wohl vermutlich wieder Kühe und Ziegen bekommen, die uns Milch geben können, woraus wir dann wiederum Käse machen können. Eier haben wir jetzt schon durch die Hühner und ja, die Tomaten sind halt auch hier mit drin. Dann haben wir hier den Blumenladen, wo dann die verschiedenen, ich sag mal, Farben oder Sorten von Blumen drin stehen, die ihr dann verkaufen könnt. Dann gibt es den Süßwarenladen, der ist aktuell auch nur zur Hälfte brauchbar, sage ich jetzt mal, weil wir noch nichts für Honig haben und noch nichts haben, um Marmelade herzustellen, wird aber auch in den kommenden Updates noch kommen. Ja, und die Nüsse und nochmal die Trauben sind auch nochmal hier drin. Dann gibt es den reinen Pilzstand, der wirklich nur um Pilze geht. Dann haben wir hier einmal die Garage. Das ist das Wichtigste, um das ihr euch kümmern solltet. Da werde ich gleich nochmal kurz zu kommen. Dann haben wir das Lagerhaus. Das zeige ich euch auch gleich nochmal kurz. Die Boutique. Darüber habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ja, aktuell ist die Boutique für mich nicht brauchbar, weil sie halt den gleichen Service bietet wie das, was ich aus dem Menü heraus machen kann. Aber ich hoffe, ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber ich hoffe, dass man später vielleicht sogar Klamotten da kaufen kann, weil es heißt halt Boutique. Eine Boutique ist normalerweise ja nicht zum Anziehen, sondern zum Kaufen da im wahren Leben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass man später vielleicht Kleidung da kaufen kann. Aber jetzt für den Anfang könnt ihr euch die Boutique erstmal sparen, weil es halt der gleiche Effekt ist. Und dann die Medaillen erstmal für andere Dinge ausgeben und die Boutique vielleicht dann später mal kaufen, wenn es dazu ein Update gab. Ja, und als letztes gibt es noch die Landschaftsbauagentur. Da habe ich auch ein eigenes Video zu gemacht, weil wir können uns jetzt endlich unsere Gegend selber gestalten. Das zeige ich euch gleich nochmal ganz kurz. Dazu muss ich dann aber wieder zurück zu unserer Farm gehen. Das hier ist die Garage und ich habe sie jetzt aktuell auf Level 13 erstmal hochgelevelt, weil es sehr schwer ist für mich Medaillen zu bekommen. Deswegen dauert das Ganze ein bisschen länger.
Da könnt ihr dann die Kapazität von euren, ja, Gasstationen, ich komme gar nicht auf das deutsche Wort, wo ihr Benzin mitbekommt, könnt ihr dann erhöhen und auch den prozentuellen Anstieg, wie schnell das Ganze aufgefüllt wird. Dann findet ihr in der Stadt hin und wieder mal diese Leute mit den Ausrufezeichen. Das sind die Quests in der Stadt. Die bieten euch dann verschiedene Sachen an. In diesem Fall ist das für mich etwas sehr Gutes. Ich kann Geld investieren, um Edelsteine zu bekommen. Da ich wesentlich schneller Geld bekomme als Edelsteine, mache ich das auf jeden Fall immer. Und wenn ich irgendwas habe mit Medaillons, dann greife ich auch, sofern ich die Sachen vorliegen habe, sofort zu, weil, ja, wie gesagt, ich sehr schlecht an Medaillons rankomme und das natürlich dann direkt ausnutze, wenn man da mal die Möglichkeit zu hat, das zu kriegen. Dann gibt es hier noch mal das Lagerhaus. Ja, die Lagerbestände, das ist sowohl etwas Schlechteres gemachtes, wie auch ja, eine Neuerung zumindest. Als Verbesserung würde ich es jetzt nicht ansehen. Es gibt ein zentrales Lagerhaus, wo wir nur immer diese 10 Stufen hochsetzen können. Ist auch sehr teuer. Kostet, glaube ich, konstant. Nee, ich glaube, es ist mit der Zeit höher gegangen mit den Medaillen. Ich meine, es hat niedriger angefangen. Kostet auf jeden Fall konstant immer Medaillen. Deswegen habe ich das Ganze auch noch nicht so viel höher gemacht. Wenn ihr auf Tab geht, dann könnt ihr euer Lagerhaus ja ansehen und ihr seht, ja, dass das nicht besonders viel ist. Wolle zum Beispiel kann ich gar nicht erhöhen, außer durch das Lagerhaus selber, weil wir da noch keinen eigenen Stand zu haben. Ich gehe aber stark davon aus, dass das auch noch kommen wird. Was natürlich sehr, sehr schade ist, dass wir keine Scheunen mehr aufstellen können. Ich habe sonst normalerweise immer so, ja, ich sag mal im Schnitt zwischen 25.000 und 30.000 als Lager gehabt. Wie ihr seht, funktioniert das jetzt aktuell nicht. Ich hoffe, dass da noch ein Update kommt, wo man das Lager tatsächlich irgendwie durch irgendwelche Sachen, die man bauen kann, nochmal erhöhen kann und nicht durch dieses Stadtsystem. Bleibt abzuwarten, aber wir sind guter Dinge. Wir kennen ja den ersten Teil. Ich hoffe, dass das auf jeden Fall auch nochmal verbessert wird. Ja, und ich hatte euch ja versprochen, dass ich nochmal kurz auf den Landschaftsbau eingehe. Wie gesagt, ich habe da noch ein eigenes Video zu hochgeladen. Schaut da auch gerne nochmal nach. Da ist es nochmal in allen Details erzählt, beziehungsweise wir haben das da so ein bisschen gemeinschaftlich erarbeitet sozusagen. Wenn ihr in der Stadt den Landschaftsbau, hieß das glaube ich, gekauft habt, dann dazu brauchtet ihr allerdings Level 30 und 20 Medaillen. Das ist ganz wichtig. Dann könnt ihr, wenn ihr wieder auf der Farm seid, auf Q drücken und hier ganz rechts auf Gelände drücken. Und dann habt ihr, ja, im Prinzip die ersten drei sind hier die wichtigsten. Ihr habt die Möglichkeit, diese Grashubbel hoch oder runter zu machen. Ihr habt die Möglichkeit, diese, was jetzt hinter mir ist, mit dem Haus drauf, diese Hügel hoch oder runter zu machen, also sprich zu entfernen oder hier hinzubauen. Und ihr habt die Möglichkeit, diese Rampen zu befestigen. Ich denke mal nur an diesen Hügeln, weil sonst sehe das irgendwie komisch aus, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, damit das Ganze dann so aussieht wie hier im Hintergrund. Ich persönlich mache das, was ja viele auch immer sagen, dass sie das auch gerne machen. Ich mache meine Hauptfarm als Flachlandfarm. Das hier ist nur noch so ein bisschen übrig geblieben. Das habe ich jetzt noch nicht weggemacht. Aber wie man auf der Karte sehen kann, also diese ja, Gebilde hier, das sind halt die Hubbel, die man überall sieht. Und ihr seht schon hier, das ist jetzt alles flach bei mir. Überall, wo ich das frei gemacht habe, habe ich es schon flach gemacht. Und der Rest kommt dann halt eben auch noch dran. Es kostet allerdings sehr viel, weil, um das machen zu können, wie ihr hier seht, müsst ihr für jedes einzelne Feld, naja gut, die beiden Felder hier, jedes einzelne Feld 10 Edelsteine ausgeben. Für eine Rampe dann 5. Ich denke mal, die wird man nicht so häufig hinsetzen, sondern eher sparsam damit umgehen. Das heißt, wenn ihr das Ganze gekauft habt, freigeschaltet habt und euch in der Stadt geholt habt, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr genug Edelsteine habt, damit ihr das alles so bauen könnt, wie ihr das wollt. Das heißt ja nicht, dass ihr unbedingt eine Flachlandfarm machen müsst, sondern das kann ja auch einfach bedeuten, dass ihr, ja, so wie jetzt hier im Hintergrund vielleicht ein bisschen Berg macht oder wenn ihr ganz wahnwitzig seid und die Leute ein bisschen nerven wollt, die bei euch auf die Farm gehen, dann macht ihr einen riesigen, riesigen Berg überall hin oder sowas in der Art. Kann ja jeder für sich selber machen, so wie er es gerade schön findet.
Und ja, es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Es ist ein bisschen schade vielleicht, dass man es am Anfang nicht auswählen konnte, ob man sowas Gemischtes hatte oder eine Flachlandfarm. Hätte ich persönlich vielleicht ein bisschen besser gefunden. Aber das hat natürlich auch keine negative Auswirkung aufs Spiel gemacht. Es dauert halt alles nur ein bisschen länger. Man muss halt erst Level 30 werden, damit man das Ganze dann auch freischalten kann. Entsprechend natürlich auch die 20 Medaillen kriegen. Die Edelsteine kriegt man ja immer wieder mal zwischendurch. Und dann kann man sich das alles so gestalten, wie man es möchte. Und ich sag mal, Level 30 ist man ja doch relativ schnell. Ich glaube, ich war am zweiten Tag Level 30, als ich die private Farm hier erstellt hatte. Und ihr müsst natürlich auch ein bisschen Zeit dazu haben. Das ist ganz klar. Ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Verbesserungen haltet. Ob ihr das so seht wie ich, dass die Boutique darauf hindeuten könnte, dass man vielleicht auch Kleidung kaufen kann. Ich hoffe inständig, dass das dann mit Ingame-Währung passiert und dass das jetzt nicht irgendwie nach dem Motto, wir müssen jetzt was kaufen mit Geld und dann wird es erst da angezeigt, weil dann ja, braucht man die Boutique ja trotzdem nicht, weil man das ja dann über das Escape-Menü machen kann. Und was ihr von den anderen Verbesserungen natürlich haltet. Ich finde sie wahnsinnig gut. Nachdem dann auch bestätigt wurde, dass die alten Sachen wie zum Beispiel die Arbeiter, die Arbeitsagentur, da habe ich jetzt leider noch nichts von gehört. Aber was mir aufgefallen ist, die Aufträge. Man sieht ja, dass das hier bis unten geht. Und mir ist aufgefallen, ich glaube so ab Level 40 oder so, dass ich hier noch eins dazu bekommen habe. Also ich bin guter Dinge, ich kann es leider noch nicht bestätigen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, je höher man im Level steigt, umso mehr kann man dann im Questverlauf machen. Ich weiß es nicht. Ich bin kurz vor Level 50, also ich brauche jetzt noch knapp ein halbes Level. Werde das aber auf jeden Fall mal beobachten. Sollte ich bei Level 50 dann noch eins dazu kriegen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dann auch mit jedem Rang oder mit jedem 10. Rang, sage ich jetzt mal, die Questlinie auch nochmal erweitert wird. Dann braucht man natürlich keine Arbeitsagentur, muss ich dazu sagen. Also dann finde ich das okay, dass das dann so direkt eingebaut worden ist. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass die Arbeiter halt eben auch noch kommen, weil die meisten wollen das Ganze ja irgendwo automatisieren. Und das ist ja halt so ein riesen Pluspunkt vom ersten Teil noch gewesen. Und ja, ich finde es super, dass das auch noch bestätigt worden ist, dass das noch kommt und dass auch noch mehr, ja, Bäume, denke ich mir mal auch, und Blumen und so weiter, auf jeden Fall auch noch mehr Tiere und so weiter kommen. Das ist auf jeden Fall super gemacht und da kann ich nur einen großen Applaus geben. Das Spiel ist absolut klasse, ist auch gerade aktuell noch im Angebot. Also wer das Spiel noch nicht hat und sich das noch holen möchte, auf nach Steam. Wer auf der Konsole spielt, muss leider noch ein bisschen warten, so wie ich es mitbekommen habe, weil auch der erste Teil ist ja, ich glaube, extremst zeitversetzt auf den Konsolen gekommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Jahr später war oder was. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das hat doch einige Zeit gedauert. Ich drücke auf jeden Fall jeden Konsolenspieler die Daumen. Gerade auf der Switch ist es ja einfach eigentlich zu spielen, wobei PlayStation zum Beispiel wäre jetzt auch nicht weniger einfach, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil es ja die gleichen Funktionen und Knöpfe letztendlich sind. Deswegen, ja, das wollte ich nur mal eben als Abschluss noch sagen und bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.